Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie und den digitalen Signaturen. Heute behandeln wir den Digital Signature Algorithm, das heißt den digitale Signaturen Algorithmus. Und es ist nicht ganz so spannend, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Ja, natürlich ist es mega spannend. Nein, ich bin ehrlich, es ist einfach ein stinknormales Signaturverfahren, das tatsächlich auch beweisbar sicher ist, auf dem D-Log basiert und der tatsächlich standardisiert ist. Das bedeutet, er ist in den Standard aufgenommen und wird so verwendet. Okay, jetzt machen wir einfach mal hier tatsächlich den Algorithmus. Ich schreibe gerade mal DSA drüber. Nicht das, DSA. Ich weiß, dass ich es falsch geschrieben habe, aber vielen Dank. Okay, Gen. So, Gen, was macht denn der Gen? Der generiert sich zwei spezifische Primzahlen, nämlich Groß P mit Groß P muss genau 1024 Bit lang sein, also 1000, die Länge von Groß P ist 1024, und so dass es Klein P gibt, also eine kleine Primzahl, Klein P Prim gibt mit, übrigens Groß P muss auch Prim sein, die Länge von der kleinen Primzahl ist 160 Bit genau. Und sie muss Groß P teilen. Quatsch, natürlich nicht Groß P, sondern Groß P minus 1. Total behindert. Was ich da gerade gesagt habe, es soll eine Primzahl teilen. Ja, ist okay. Nee, Quatsch. Es soll Groß P minus 1 teilen. Die Groß P minus 1 teilt. Das heißt, der GGT, ich schreibe es gerade mal als Folgepfeil hin, der größte gemeinsame Teiler von Groß P minus 1 und Klein P ist nicht 1. Also der ist größer als 1, im Prinzip könnte ich auch ein größer hinschreiben, aber das ist, glaube ich, kommt auf selber raus. Okay, das ist schon mal gar nicht so einfach zu finden, so eine Primzahl. Ich glaube, ihr wisst, wenn ihr schon mal irgendwie euch einen RSA-Schlüssel generiert habt, dass es ganz schön lange dauern kann, bis so eine Primzahl mal gefunden ist. Genau, und was wir jetzt machen ist folgendes, wir definieren uns ein G, Achtung, wir sind immer noch im D-Log-Problem, das heißt, wir befinden uns in einer Gruppe, wie eben hier auch schon die ganze Zeit, also Schnorrs Verfahren ist quasi die Basis hierfür. Wir befinden uns in einer Gruppe und definieren uns ein G, sodass wir einen Generator, also wir ziehen uns erstmal einen Generator, der heißt jetzt hier in diesem Fall tatsächlich im Standard auch H, ist ein Generator, witzigerweise aus den großen, also aus Z, aus den ganzen Zahlen, modulo dem großen P, Vorsicht, das ist das große P, nicht das kleine. Okay, also wir haben einen Generator aus groß ZP. Und jetzt definieren wir uns dieses klein g hier, was eigentlich auch ein Generator ist, definieren wir uns als p minus 1 geteilt durch klein p, was offensichtlich hier dank dieser Voraussetzung hier nicht 1 ist, das heißt dieses, also nicht 1 modulo, ich schreibe es gerade mal hin, das ist nicht 1 modulo groß p, da wir ja hier sagen, klein p soll groß p minus 1 echt teilen. Also, genau. Deswegen ist es nicht 1 modulo p. Logischerweise. Okay. So, jetzt machen wir weiter. Wir ziehen uns ein x random mal wieder. X aus... Upsala. X aus den ganzen Zahlen. Achtung, modulo p wieder. Und dieses Mal haben wir hier tatsächlich auch das kleine p benutzt. Okay, wir ziehen uns x aus den ganzen Zahlen modulo p. Dann definieren wir uns ein y, das ist jetzt mal wieder was wir kennen, g hoch x, und unser Public Key ist, ach komm schon, Mann. Unser Public Key ist groß P, klein g, klein p und y. Ihr seht vielleicht, wo dieses Verfahren tatsächlich zum Einsatz kommt, wenn ihr einfach nur das hier euch anguckt. PGP, OpenPGP sollte euch vielleicht etwas sagen, also zumindest könnte es euch etwas sagen. Da kommt das Verfahren dann tatsächlich auch zum Einsatz. Okay, also Public Key PGP Y und Secret Key ist das X hier, was wir zur Berechnung von Y benutzt hatten. Gut, jetzt der Sign-Algorithmus. Der Sign-Algorithmus ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Im Prinzip kennen wir den eigentlich zum Großteil schon. Sign von SK&M. Die Nachricht hier in dem Fall muss tatsächlich genau 64 Bit haben, wobei natürlich vorne Nullen stehen können. Also die Nachricht ist 64 Bit lang
und die soll signiert werden. Dann ziehen wir uns jetzt als erstes mal einen Random-Wert, und zwar wieder aus den Zahlen modulo p. Dann, also zufällig wieder logischerweise hier, dann sagen wir, wir definieren uns das t. Das t sollte euch vielleicht bekannt vorkommen aus dem letzten Verfahren, und zwar als g hoch r modulo, Achtung, jetzt wird es interessant, modulo groß p und das Ganze modulo klein p. Gut, das ist jetzt vielleicht was Neues. Wir rechnen erstmal modulo groß p und danach modulo klein p. Warum hat es tatsächlich einen Effekt? G hoch r modulo groß p, das ist, weil groß p größer ist als klein p, können wir tatsächlich hier erstmal groß p rechnen, kriegen dann Zahlen raus, die eventuell größer sind als klein p und können danach nochmal modulo klein p rechnen. Das funktioniert also sogar tatsächlich. Okay, unser s berechnen wir auch sehr ähnlich wie bei dem Schnorr-Algorithmus. Da sagen wir h von m, also h von Hashwert von der Nachricht, plus Secret Key x mal t, das t, was wir hier gerade berechnet hatten, und das Ganze, Achtung, mal r hoch minus 1, also wir invertieren sozusagen r, wir drehen es einfach mal um, oder ihr könnt auch durch r teilen im Prinzip hier, das ist völlig egal, ich glaube, das machen wir doch tatsächlich mal, durch r modulo klein p. So, das ist jetzt mein S und dann ist meine Signatur wie bei Schnorr gerade wieder mal dasselbe, nämlich Sigma gleich TS. So, okay, Verify. Was macht jetzt Verify? Verify nimmt den Public Key, die Nachricht und die Signatur und berechnet einfach Folgendes. Ist mein T, das ich ja hier in der Signatur übergeben bekommen habe, T, ist das gleich, so, jetzt wird es ein bisschen spannend, G hoch dem Hashwert von der Nachricht m. So, und jetzt müssen wir uns hier noch was definieren. Und zwar sagen wir zu, keine Ahnung, zu s hoch minus 1. Also wenn wir durch s teilen, ich schreibe das jetzt hier einfach mal nur so hin. Wenn ich durch s teile, dann bedeutet das, dass ich im Prinzip s hoch minus 1 modulo p rechne. Ja, also modulo klein p auch. Wenn ich durch s teile, heißt es auch noch gleichzeitig, ich rechne diese Zahl hier, die dabei rauskommt, s hoch minus 1, rechne ich modulo p, also modulo klein p dann sogar. Mal. Und jetzt nochmal y benutzen. Das Ganze hoch t mal noch durch s. Also nochmal hier s hoch minus 1 modulo p. Okay. So, und das Ganze wird modulo groß p gerechnet und dann nochmal modulo klein p gerechnet. Das ist jetzt mega kompliziert und hier fehlt ein Gleichheitszeichen. Ich möchte doch überprüfen, ob die beiden gleich sind. Hier wird das jetzt überprüft. Warum funktioniert das? Wir können einsetzen, wenn ihr wollt. Und zwar kopiere ich dazu erstmal wieder diese Gleichung. So, vielleicht nicht ganz so tief unten. Ich glaube, ihr seht es gerade gar nicht so richtig. Okay, t ist gleich h von m, naja, dem Hashwert, da können wir nichts machen, aber durch s. Durch s bedeutet, ich kann hier einfach mal das s einsetzen und Achtung, wir haben hier hinten dran noch durch r stehen. Ich nehme das hier jetzt, oh Gott, ja, so nicht. Das sollte theoretisch alles in die Potenz. Und da ich ja hier durch r auch noch teile, kommt das r oben dran, also mal r. Und das Ganze teile ich jetzt durch den Hashwert hier von der Nachricht. So. Y, wenn ich ein bisschen hochscroll, sehen wir, dass y g hoch x ist. Das heißt, ich kann hier einfach statt y g schreiben und hier oben t mal x durch s setzen. Wobei wir durch s auch gerade schon gemerkt hatten, das ist eigentlich ein mal r. Und durch den Hashwert mal x plus x mal t so rum. Okay, jetzt haben wir hier eine mega unschöne Gleichung stehen, aber wir können das Ganze noch unschöner machen, indem wir hier sagen, plus in den Exponenten rein. So, jetzt haben wir hier einfach nur einen mega langen Exponenten, aber wenn wir Bruch rechnen, ihr erinnert euch hoffentlich noch an die, keine Ahnung, wie vielte Klasse, hier steht derselbe Nenner wie hier. Das bedeutet, wir können das auf einen Bruchstrich schreiben, indem wir hier einfach das da drauf addieren. Also machen wir das hier weg. Ich kopiere mir gerade mal den Kram und das kommt weg und hier müssen wir das Ganze jetzt in eine einzige Gleichung reinschreiben. Achtung, jetzt brauchen wir tatsächlich die Klammer drumherum.
Das heißt, wir haben jetzt hier einen Hashwert von m mal r und das Ganze plus t mal x mal r. So, fällt euch was auf, was wir hier oben alles stehen haben? H von m mal r plus t mal x mal r. Wir können hier r ausklammern. Wenn wir hier r ausklammern, steht hier dieses ganze Ding in Klammern und vorne dran r mal. Achtung, das steht auch auf, oben auf, in der Potenz drin. Jetzt haben wir hier r mal h von m plus t mal x und hier unten haben wir h von m plus x mal t. Das kürzt sich wunderbarst raus und es steht da g hoch r modulo p modulo klein p und schaut mal, wie wir t definiert hatten, g hoch r modulo groß p modulo klein p. Das heißt, die beiden sind tatsächlich, wenn die Signatur gültig ist, absolut äquivalent. Einfach nur ein bisschen rumjonglieren mit den Potenzen und schon habt ihr das Ganze. Jetzt seht ihr auch mal, wofür ihr den ganzen Kram tatsächlich braucht, wenn ihr irgendwelche Signaturen machen wollt. Ist das nicht geil? Okay, mir gefällt es irgendwie immer, wenn es so wunderbar aufgeht. So, jetzt zu dem Sicherheitsbeweis. Der Sicherheitsbeweis ist in einer Minute fertig. Und zwar, es gibt keinen Sicherheitsbeweis. Das war's schon, Beweis erledigt. Nein, tatsächlich, es gibt keinen Beweis, weder im Standardmodell noch im Random Oracle Modell. Wir haben keinen Sicherheitsbeweis für dieses Ding, aber auch keine Angriffe. Und deswegen wird es tatsächlich benutzt, weil es eben mega effizient ist. Ich meine, so ein bisschen rumpotenzieren ist kein Aufwand. Und ja, mit Overflows arbeiten, also Modulo, können wir auch ganz gut. Aber es ist irgendwie ein bisschen beunruhigend, dass das Ding nicht beweisbar sicher ist und es eigentlich beweisbar sichere Verfahren gibt, die aber nicht verwendet werden, weil sie zu ineffizient sind. Ich erinnere mal an die Hohenberger und Waters-Signaturen. Genau. Wir werden uns aber noch ein paar Kleinigkeiten, also tatsächlich hat es noch niemand geschafft, hierfür einen Sicherheitsbeweis zu machen. Wenn ihr Bock habt, probiert es aus, aber ich habe so meine Zweifel. Also wenn ihr es hinbekommt, dann ist es ewig geil. Dann werde ich euch danken ohne Ende. Und ich bin so glücklich, dass ich euch dann dieses Video gemacht habe. Aber, ja, wir werden im nächsten paar Videos sehen, dass wir mittlerweile eigentlich auf Pairing-basierte Signaturen versuchen umzusteigen. Beziehungsweise sogar auf Gitter-basierte Kryptographie generell. Und weiß nicht, ob ich dazu noch was mache, weil das, da kenne ich mich selber noch nicht wirklich aus. Genau. Aber irgendwie, Google fängt auch an, mittlerweile mit Gittern rum zu experimentieren. Die haben auch in letzter Zeit, glaube ich, irgendwas umgestellt, damit das Ganze Postquantum sicher wird und zumindest auf einigen Seiten. Und das ist es dann auch. Also mit Gittern glaubt man zumindest, dass das Ganze für Quantenrechner auch sicher ist. Und ja, darauf basieren dann die neuen Verfahren. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich noch ein paar Pairing-basierte Sachen vorstellen. Und dann haben wir die digitalen Signaturen eigentlich auch schon abgeschlossen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, sowas Praxisnahes zu sehen, was eigentlich nicht mal richtig sicher ist. Aber okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.